Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar mit einem Panzer, den ich persönlich optisch als einen der mit schönsten im ganzen Spiel finde, und zwar den Leopard 1, dem Tier 10 mittleren Panzer der Deutschen. Wie soll es auch anders sein? Wirklich unglaublich tolles Gerät. Und hier wieder gespielt vom Kevin D203 auf der Karte Lakeville. Und wir machen die Minimap etwas größer. Und da bin ich jetzt schon mal sehr gespannt. Es ist unglaublich viel, was hier direkt die Mitte erobern will. T-54, Leopard PTA, Arm X und er, also jeder hier rusht die Mitte. Gegner hat nicht viel, was da kommen kann. Von dem her durchaus stimmige und vernünftige Taktik. Dann macht er eher ein 100 direkt auf. Kann da den ersten gleich setzen. Da ist der nächste auch noch. Genau da unten schön auf den seitlichen. Ja, auch der trifft sehr gut. Es wird eine schnelle, aber sehr, sehr, sehr feine Runde werden. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, jeder Schuss, den er schießt, durchschlägt auch den Gegner. Das muss man auch erstmal schaffen. Und das in einem Match mit doch einigermaßen vielen EN100, IS4, IS7, alles Panzer, die doch ein bisschen eine Härte mit sich bringen. So. Wie gesagt, hier wird gekuschelt. Was der EN100 hier in der Mitte will, ist eher dann doch kurioser. Da kommt jetzt ein T-54, Auto-Aim und zack, weg. Schön schneller Hit und wieder zurück in die Sicherheit. Jetzt bekommt er von der Seite der T-54. Hat sich hier für sich eine sehr schlechte Position ausgesucht, wie man jetzt sieht. Und zack, weg war er nämlich. Ging schnell für ihn. So, da der EN100 in der Stadt, da kommt aber nicht drauf, weil er noch hinterhalb der Häuser ist. Da ploppt jetzt einiges auf, aber eben nichts, was er aktuell beschießen kann. Nach wie vor habe ich übrigens leider mein Problem, dass meine Replays zum Ende, kurz bevor das Replay eigentlich dann anhalten sollte, sich automatisch beendet und dementsprechend zerstört es mir die Aufnahme. Also auch hier wird es eine kurze Verabschiedung nachher geben. Deswegen da bitte nicht wundern, das sage ich euch nur schon mal vorweg. Da sind die Artis. Den ersten Hit, ganz entspannt, smooth drauf. Andere Arti bewegt sich jetzt gar nicht. Conqueror haut nur ab. Und auch hier, Leopard hat halt einfach eine tolle Kanone, schöne Einzielzeit. Objekt. Aber einfach dran vorbeigefahren, da hat das Objekt so gar nicht so schnell das realisieren können. Und jetzt ganz wichtig, dass er hinterhalb gekommen ist, dass er ihn nicht umfahren kann. Und ja, da konnte er auch den wegmachen. So, jetzt macht er wahrscheinlich noch die AT weg. Oh, ein Waffenträger. Da muss er sich natürlich um die Waffenträger kümmern. Zündet ihn an, hat aber einen Feuerlöscher dabei, dementsprechend leider nicht so viel Feuerschaden. Jetzt kann er ihn umfahren, schießt auch mit HE, aber HE müsste eigentlich ein bisschen mehr auf die Kanone schießen. Das macht er mit Auto-Aim nicht. Aber egal, auch das geht so. Und der letzte. Und da ist er weg. Guckt's mal bitte an, wie lange die Runde bisher läuft, und er hat 4200 Schaden. Jetzt hat er die Torte. Der kann auch einfach mal, der Tortoise, einfach mal ins Heck jetzt ballern. So, jetzt kriegt die Tortoise auch erstmal vom... Oh, der EN100 kettet nur. Noch besser für ihn, so kann er weiterhin schön das Heck behaken. Und auch der... Die Runde läuft einfach perfekt, besser geht's gar nicht. So, auch der weg, jetzt der EN100. Sein EN100 ist weggefahren, warum auch immer. 13 zu 2 steht es. Die Stadt ist also auch gefallen. Jetzt gibt es nur noch ihn hier. Den EN100. Jetzt will er wahrscheinlich mit Schwung an ihm vorbei. Oh, jetzt dreht er auch ihm hier den Helm zu. Und dementsprechend kann er jetzt auch hier nochmal super wirken. Eine wirklich schön schnelle Runde. Gefällt mir äußerst gut.
Und auch wenn die Kills nicht außerordentlich viel waren, aber über 7000 Schaden, das muss man erstmal in der kurzen Zeit schaffen. Und dementsprechend sage ich auf Wiedersehen, bis bald, euer Alcaramba.